Hallo und herzlich willkommen zurück zu GeoGesser. Ja, es ist mal wieder Samstag, das heißt, ich nehme mal wieder eine Folge GeoGesser auf, wie jeden Samstag gefühlt. Habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Und heute habe ich mir gedacht, machen wir das Baltikum dann voll hier, ne? Indem wir uns nach Litauen begeben. Litauen ist ein bisschen größer als der Rest im Baltikum, wenn ich das gerade so richtig gesehen habe. Aber das kriegen wir schon hin, ne? Musik und go go. Natürlich sind wir wieder irgendwo in der Pampa, was wahrscheinlich jetzt daran liegt, dass es mehr Pampa gibt als Städte. Paliunai. Heute habe ich mir übrigens keinen Kaffee gemacht, sondern einen Tee. Aber auch das geht ja. So, Litauen, ich guck mal kurz, ist das wirklich größer? Nein, das sieht nur so aus. Die sind ungefähr gleich groß, die Länder dort, ne? Paljunai. Da geht's auch irgendwo hin, oder was? Nee, da geht's irgendwo hin. Paljunai. Das scheint ein kleinerer Ort zu sein. Hätte man da reingehen können, um zu gucken, über was für eine Straße es hier geht? Nee. Wir gehen mal hier weiter. Richtung Osten. Das sieht man wieder nicht, wo es hingeht. Warum werden die Schilder alle ausgeblendet? Meteliu, Regionis Parkas. Okay. Sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Hey. Okay. Ah, ist ja doof hier mit der Bergkuppe. Jetzt geht's wieder. Da steht ein bisschen mehr. Das könnte hilfreich sein. 132 nach Vilnius. Und die irgendwas nach Leib bei Johann. Und zwar Richtung Osten nach Vilnius. Vilnius ist hier. Das geht die 132 da nicht direkt hin, ne? Scheint. Sollte man mal diese Nummer der Straße sichtbar machen? Schlimm. Wahrscheinlich. Gucken wir vorne. 180. Oder wir sind da, wo die 180 auf die 132 trifft. Den Ort gibt es nicht. Was ist die 180? 132. So. Na? Okay, so, jetzt gehen wir wieder zu dem Schild, da kann man nämlich Orte lesen. Leipalingis. Wenn wir nach Süden fahren, nach Leipalingis, ja. Und nach Druskininkai.
Okay. Truskillinkai. Bestimmt, ja. Alitus und irgendwann Vilnius, ja, das passt. So, und dann müsst ihr jetzt hier vorne als nächstes nach links die 181 abgehen. Just double check it. Wenn ich es richtig sehe. Nach Simnas. Ne, Simnen steht hier. Ja, dann gehen wir jetzt zum Start zurück. Schnappen uns hier nochmal den Ortsnamen. Kaliunai. Muss ja hier irgendwo sein. Da. Der Start, hier ist die Haltestelle, ne? Die Straße da ist so ein bisschen so. Auch hier gucken wir jetzt nochmal, wie es aussieht, wenn wir in die Richtung gehen. Hier ist nochmal eine Haltestelle. Wo da die nächste Straße kommt. So, ein ganzes Stück noch. Da kommt eine Straße. Und da wieder. Ja, dann passt das, dass wir hier sind. Oh ne, doch nicht. Eine Kreuzung weiter darüber. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Zumal hier gar keine Bushaltestelle eingezeichnet ist. Jetzt mal eine Großstadt erwischen. Letzte Woche schon gesagt, ne? Jetzt mal Richtung Westen. Da sind nämlich Häuser. Eisfeuers. Top Secret oder was? Tausunai. Naja, hier endet alles auf AI. AI. Arena habe ich gerade schon gesehen irgendwo. Aber wo? Pierkupjai. Da, so kann man die Schilder viel besser sehen.
Gardinas und Hdorna. Gucken wir einfach, wie es hier vorne aussieht. EY. Ist das Belarus? Tausionai. Nach Osten ungefähr so ein bisschen. Und Palesa ist dann über der Grenze. Aber über welcher Grenze? Polen, weil ich BY könnte Richtung wirklich Weißrussland sein. Belarus. Der Seka. Das ist alles schwierig hier was zu finden. Also Varena finde ich, aber der Rest. Das Dumble. Und hier gibt es bestimmt Türen in Dumble, ne? Naja, ihr wisst ja, worauf das hinausläuft, ne? Türen in Dumble und so. Die A4 nach Vilnius. Die 105 oder die 126. Da ist die 105 und die 126. Wir gehen Richtung Norden, also geht's danach. Hier Ziupiai. Und da geht es auch Richtung A4, während die 105 weiter folgt. Das passt, ja. Und nach Skalinkiai ist da. Okay, das heißt, wir sind hier in diesem Ort. Dann ist hier Palesa, ja. Passt da. Dann waren wir, glaube ich, hier irgendwo, ne? Den machen wir hier im Gas. Na, guck mal. Man hätte noch auf die Kreuzung gehen können, aber das ist doch egal. Hä? Hallo? Please stay on your track. Waldweg, das ist ja auch geil. Darf gut sei, oder was? Ich muss das einmal richtig lesen. Mein Gott, das muss ja schwierig sein. Scheint doch.
Darguzjai. Der Tinte Experte für Lettland. Das ist Litauen. Ah ja, doof, ne? Wir gehen jetzt mal Richtung Osten. Die Straße weiter. In der Hoffnung, dass wir irgendwas Größeres finden. Oh. So viel dazu. Wir gehen jetzt mal Richtung. Gehen jetzt mal Richtung Westen, die Straße weiter, in der Hoffnung, dass wir da irgendwas Größeres finden. Ja. Gar nicht so einfach, ne? Darguazai ist da zu Ende. Ist mehr so Südwesten. Hier kommt eine Hauptstraße. Nein, Schilder. Toskininkai. Irgendwas, was man nicht lesen kann, weil Google der Meinung ist, dass das Top Secret ist. Toskininkai ist tatsächlich wieder das hier. War man gerade schon, oder? Norden? Möchte den anderen Ort lesen. Vilnius. Nach Süden. Aha. Ansonsten geht's gut, oder? Ist da noch ein Troskininkai, was nördlich von Vilnius ist? I don't know. Wo kommt hier wohl früher eine Abzweigung, an der ich eine Nummer sehen kann? 51. Aber nicht das, was wir suchen. Isiskes. Also nicht auch hier unten. Isiskes da. Toskininkai. Warte mal. Es gibt's da und da gibt's auch nochmal Toskininkai. Krass. Okay, da sind wir wahrscheinlich hier irgendwo. Matuisos. Ah, wird auch hier sein. Eine Tankstelle.
Also ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwo ansatzweise richtig unterwegs sind. Ich würde aber fast sagen, ja. Ich bin heute sehr ruhig, merke ich. Liegt daran, dass ich nicht so ganz wach bin. Das ist, obwohl wir schon 10 vor 9 haben. Das ist eigentlich verdammt spät für mich. Spenglos. Kleines Örtchen, was sich irgendwo an der Straße befindet. Eines hier ist. Da ab, das wundert mich immer noch. Meine Straße verläuft. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht, meine Straße. Wahrscheinlich ergibt das alles irgendwann einen großen Sinn, den ich jetzt noch nicht sehen kann. Ah, das ist da. Und Big Sai. Muss ja direkt daneben sein. Big Sios, ja, manchmal ist das so. Okay. Ja, aber das passt. Vilnius immer noch da. Fahren von Vilnius weg. Und Varena in die andere Richtung. Okay. Was ist da? Hä? Wie viel Norden ist in die Richtung? Ist Varena nach da, Vilnius nach da. Das heißt, wir sind irgendwo in diesem Bereich hier. So langsam finde ich vielleicht was, aber nur so ein bisschen. Hier ist auch noch eine Bahnschiene. Ein Ort zu Ende. Tja, wenn ich das jetzt sehen könnte. Ich möchte das sehen. Was soll das, Google? Alkyankininkai. Valkininkai. Valkininkai. Hier oben irgendwo. Ich meine, da geht es ja irgendwo nach Varena, wenn man der Straße folgt. Hier sind Bahnschienen. Da geht's nach Pamakai.
Okay. So, wo war jetzt unser Start? Da war nichts, ne, am Start. Ein paar Häuser. Ja, in die Richtung jetzt? Nee, hier geht's nicht, okay. Dann gehen wir doch in die Richtung. Das ist echt ein schwieriger Brocken hier. Den wir hier aufsuchen, der ist echt schwer zu finden. Hier war das so. Darguzai, das hier. Okay, ich mache jetzt hier den Guess. Ja, das passt schon. Hui. Ich mache mal kurz, ganz kurz hier eine Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Play next round. Ja, das ist die gleiche Ecke. Nein, natürlich nicht. Wäre aber lustig. Vielleicht, wenn ich jetzt wieder ein Schild mit Dragoi finde, ne? Heißt das ja nicht, dass das der gleiche ist. Also like ja. Dort Nuva. Dotnuva, Aizukiai. Hier müssen wir abbiegen. Frechheit. Wo geht's denn da hin? Nach Valukiai. Mein Gott. Sich die Namen aus. Ich wollte da nicht abbiegen. Hä? Da ist recht nicht.
Ja, ist alles Valokiai. Bin ich gerade von der Hauptstraße abgebogen nach rechts? I think so. War vielleicht keine so gute Idee. Was wird das für eine lange Folge, bitte? Alles, weil wir meine Valokiai nicht finden. Alter, das war eine schlechte Idee, hier lang zu fahren. Meine Güte, was soll das immer mit diesem Abbiegen? Kann das Google Auto nicht mal zu einer Hauptstraße fahren? Vielleicht tut es das, aber ein Geheimweg. Ich habe hier für diese Runde noch gar keinen Ansatz. Dot Novus Jos Vainu. Ja. Aha. Hier stehen Schilder. Krakes und Kedainjai. Kedainjai ist hier. Krakes ist da. Dazwischen sind wir. Ziemlich dazwischen. Gibt's gar keine Straßen. Dot Nuva ist da. Wo ist da mein KLCI? Ne, ich geh mal zum Start zurück. Hier lang. Gucken, wie die Orte hier heißen. Azul Laikai. Also Liaikai. So, dann waren wir wahrscheinlich hier irgendwo oder da, I guess. Ah, da. Ja, gut, passt. Egal. Weiter. Letzte Runde. Alter. Ja, das ist ein bisschen mehr städtisch. Das ist vielleicht ganz gut.
zeigt dieses Parkschild. Ah, man soll da bis vor dem Bordstein fahren, okay. Nicht auf dem Bordstein. Eine Einbahnstraße, okay. Keine Straßennamen, die lesbar sind. Danke. Google. Touristu. Autobusse, Station. Hier geht's zur Busstation. Das ist hier. Ja, in welcher Stadt sind wir hier? Ignaliones Rajonas. Das ist nicht die Stadt. Kriegen wir aber auch noch raus. Stati Butakas. Hi. Ja, das könnte Erzählerstreifen sein. Das ist ja auch ein geiles Schild. Moment mal kurz. So, ich muss zwar eben ein Thumbnail machen von diesem Schild. An dein Foto. Kurz ein Handyfoto. So. Da stehen Schilder. Das hilft mir. 102. Natürlich halt da nach Vilnius. Vilnius steht überall dran. Ich glaube, das ist wirklich so, dass Vilnius überall dran steht. Aber die 102 ist hier. Ha. Geil. Svensionis. Das ist hier. Und wo geht's da hin? Nach Rasai. Irgendwas Rasai. Hä? Da geht's auch Vilnius. Okay. Hier können Schilder stehen. Hier steht Schilder. Keliopolisa. Könnten in Ignalia sein, bin mir aber nicht sicher. Zarasai wird das sein. Die 114 und die 111. Muletai. Ja. Ist die 114, hier ist auch der Bahnübergang. Das heißt, wir sind hier irgendwo. Hier. Na, siehste.
zwei Straßen weiter. So, guck mal. Passend mit dem Ende des Liedes, das muss man auch erstmal schaffen. Kommen wir zum Ende des Videos. View Summary. Wir haben die Goldmedaille jetzt auch in Litauen. Ich gehe trotzdem auf Continue. 24.514 Punkte. Ich finde, das ist okay. Wir waren immer schön um Vilnius rum. Diese vier Orte waren auf dem Land. Hier ein bisschen mehr in der Stadt, was mal ganz gut war auch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So sieht das jetzt hier aus, ne? Wir sind schon bei 15 Medaillen von 60. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich nächste Woche in GeoGuessr. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zusehen und tschüss.